Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Helge. Mein Name ist der Wolfgang. Und hier ist der Niki. Und wir sind hier beim kleinen Fest im großen Garten in Hannover. Backstage. Ja, Bühne 13 bzw. Bühne 12. Ja, ist aber die gleiche. So ist es. So. Neun. Aber in Wirklichkeit... Ist auch völlig egal, dass ihr wart gestern bei Stolina in Oelde. Und Robert hat euch was mitgegeben. Erklär mal kurz. Drei Wundertüten. Also der hat uns drei Tricks eingepackt und wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir haben es genau so versiegelt bekommen. Hier sind Tricks so im Wert um die 10 Euro. Und okay. Und wir werden jetzt wichteln. Also jeder von uns nimmt sich so ein Kuvert und wir werden die jetzt dann gleich auspacken. Den wollte ich eigentlich haben. Wunderbar. Okay, ja, und das ist unser Challenge. Wir werden das jetzt auspacken und unser Challenge ist, wir werden morgen Abend hier jeder unseren Trick vorführen müssen. Ja, und über Weihnachten tue ich mir schwer beim Auspacken. Okay. Naja, blöd ist er nicht, der liebe Robert. Ist ein Prospekt mal drinnen. Aha. El Ducus Blow Up. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen, jetzt bei meiner. Also das wäre auch die, die ich genommen hätte. Die ist mir übrig geblieben. Los geht's. Okay, wir haben das Prospekt. Das sieht sehr kartenlastig aus. Das kenne ich. Das sieht doch aus wie das Mind Power Deck von John Kennedy, oder? Und ist es das Mind Power Deck von John Kennedy? Ja, da fällt uns schon was ein. Also Karten ist schon mal nicht schlecht. Du kennst, hast du doch schon was? Nein. Ich sehe es zum ersten Mal. Nee. So, aber es geht noch weiter. Wir haben noch... Ui, es ist ein Wachsstifte-Trick. Crayon. Aber da steht sogar der Preis drauf. Das heißt, 85, das sind wir eindeutig unter 10 Euro. 8,50. Ja, 8,50, das heißt, das hat 1,50 Euro gekostet dann. Ich sehe Münzen. Es ist irgendwas mit irgendwas durch Münzen. Ich decke jetzt mal den Preis zu, aber es ist ja schon eine Okkasion, was wir da gekriegt haben vom Robert. Also kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt gucken wir mal, was ich noch habe hier. Hoffentlich ist ein Pomponstab. Ja, super, eine DVD. Das ist toll, als ob ich jetzt hier irgendwo einen DVD-Player dabei hätte. Also das kann man schon mal knicken. Vielleicht ist noch ein DVD-Player. Tatsächlich ein Ring drin. Guck mal hier, geil, also toll. Ganz toll, Robert, vielen Dank. Der Streichhölzer. Chicago Matches. Nein, ich habe auch einen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist vehemental. Oh nee, irgendwas mit dreimal auslegen und vier Karten und merken sich... Gold richtig für dich? Ah, jetzt check ich's. Okay, ich will noch nicht zu viel verraten. Aber morgen Abend, wie gesagt, das wird, glaube ich, ein abendfüllendes Programm von wegen 10 Euro. Bis morgen. Kann ich deine Münzen haben, lieber? Nee. Ich krieg die. So, da sind wir wieder. Es fängt wahrscheinlich gleich an zu regnen, aber wir haben uns vorbereitet einen Tag lang. Und pass mal auf. Ich fange gleich mit einem super Gag an. Ich habe nämlich hier diese Vorhersagekarte und dann sage ich, sag mal irgendeine Karte und dann ist, ja, stimmt es natürlich nicht, aber das Tolle ist, dann kann ich sagen, ja, aber ich habe sie trotzdem richtig, weil auf der Rückseite alle drauf sind. So, Achtung. Hier, Wolfgang, sag mal irgendeine Karte. Herz 10. Oh, Scheiße. Ja, ich verstehe den Trick auch nicht. Also es geht irgendwie um Silbermünzen und die sollen durchdrungen werden mit irgendwas. Ja, genau. Ich gebe zu, das sieht ja ganz gut aus, ne? Aber das macht das alles überhaupt keinen Sinn, weil diese chinesischen Münzen, die haben ja Löcher, ne? Also ich verstehe es nicht, du. Aber achte mal hier, ich habe noch eine. Hier, Niki. Sag du doch mal irgendeine Karte. Karo 6. Das ist doch ein Scheißtrick. Okay, so, aber jetzt bin ich dran. Ich werde versuchen, Wolfgang Moser und Helge Thun mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Einen Hauch von Fingerfertigkeit des Wolfgang Mosers und dichterische Eloquenz von Helge Thun. So, dafür haben wir was aufgeschrieben. Ach ja, richtig. Wolfgang, kannst du eine Karte ziehen? Schon bei dieser Frage wollen die meisten fliehen. Doch zügle deine Gier, nimm nur eine und merk sie dir. Clever, oder? Karo 7. Bevor es magisch richtig losgeht, die Karte kommt zurück ins Spielpaket. Wie geht's weiter? Ach ja, richtig. Ich muss jetzt alles gut verstauen. Nein, was, wie geht der Text? Ja, ist ein Scheißdreck. Während ich ja alles gut verstaue, hoffe ich, dass ich diesen Trick nicht gleich verhaue. Jetzt klappt's, genau. Das ist gar nicht so einfach mit dem Dichten, gell? Also Horror, hey. Ja, denn ohne Zauberstab wird das echt schwer. Eine Alternative muss daher. Mit diesem Trinkhalm will ich es probieren. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Zeig mir den Text, Helge. Wie geht's weiter? Kann sein, dass ihr es nicht versteht, das große Wunder, das ihr jetzt seht. Text. Magisch steigt sie raus, die Karte. Wie das geht, ich euch nicht verrate. Wie fandet ihr es? Ich fand's super von der Fingerfertigkeit her. Ja, also mir haben die Reime noch besser gefallen. Hey, Leute, ich höre auf mit dem Bauchreden. Das ist eine geile Nummer. Ich glaube, damit rede ich bei der nächsten Fissenmann. Yes! So, ich habe zwar keinen DVD-Player gefunden, aber ich probiere trotzdem den Trick mit dem Fingerring. Warte mal, kleiner Blick. Ah, die hatte ich schon länger gesucht. Okay, jetzt geht's los, ja? Ein goldener Fingerring. Einmal pusten und schon bang, bang, kommt er auf der anderen Seite wieder raus. Ja, den habe ich schon mal hingekriegt, aber jetzt pass auf, wir haben noch mal in Nahaufnahme. Ja, ein goldener Ring und bam, schon verschwindet er, aber nicht nur das. Er ist auch wieder in der... Ich habe mich für den Trick mit den Kreidestiften entschieden, weil es ist eine Nische in der Zauberei, da gibt es nicht so viel davon. Und es ist der einzige Trick in der Tüte, wo man nichts üben muss. Ja? Also guckt euch das mal an. So, los geht's. Hier sind sie alle 16 Wachskreidestifte. Ne? Und wenn man das so mit dem Finger schnippt, dann sind die alle verschwunden. Bam! Unglaublich, oder? Also ich muss ja selber sagen, ich weiß jetzt selber nicht, wo die ganze Farbe hingeht. Also ich bin getäuscht. Na, Niki, wie fandst du's? Wolfgang, du hast da was im Gesicht. Das ist eine Mücke oder irgend sowas. Von wegen, ich fand die Reime besser. Weißt du, es wäre halt eigentlich ein super Gag, ne? Die Leute sagen die falsche Karte und ich sage dann, haha, ich habe alle. Aber es funktioniert einfach nie. Die Leute sagen immer die... Ja, aber du fragst doch immer die anderen. Sag du mal eine. Das ist eine super Idee. Peak 5. Ach, das ist doch ein Scheiß, echt, ey, blöd. Eine Reklamation, Herr Fisslage, und das gibt, glaube ich, Abzug in der Google-Bewertung. Ja, ich hätte gerne den Chicagoer Streichholz-Schachtel-Trick vorgeführt, aber in der Packung fehlte die Shell. Ich will nicht zu viel wegen der Laien verraten, aber we shall overcome. Ne? Da muss man wirklich sagen, und natürlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand auch den Trick mit den drei Riesenkarten. Was haben wir? Herz 10, Karo 6, Pik 5, das fand ich nicht so dolle. Aber dafür haben wir uns was anderes ausgedacht. Achte. Häpp. Einmal schnipsen. Und ich würde sagen, das nenne ich mal ein Chicagoer Streichholzschachtel-Trick. Jungs, es war mir eine Ehre. Ich fand ja das mit den Ringen am besten. Ich fand, es war echt gut gereimt. Der Reim, finde ich, der war. Also ich fand es im Ganzen etwas farblos. Ja. Aber dann würde ich sagen, wir müssen auch auf die Bühne.